ja, wir sind jetzt hier auf dem Planeten der Guardians, ne? Oder irgendwie sind wir da natürlich dieses Loch da mitgeflogen. Weil? Na, jetzt erstmal stürzen wir hier jetzt nach unten. Mehr oder weniger. Ich glaube, das ist das DLC. Ich sag, also ich, Metacritic-mäßig wird das Spiel oder das DLC wird einfach die höchsten Wertungen bekommen. Ich denke es einfach mal. Ja, was ist Game Rankings? Game Rankings ist doch auch letztendlich so, dass halt alle Publikationen, die das Spiel reviewen, dann halt einen Schnitt daraus machen. Ja, genau, 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 genau. Ich muss mich mal kurz umgucken. Wie sind wir denn hier? Das ist ja komisch. Ist das Ding magnetisch oder? Ja, ist das? Wir gucken doch jetzt gerade nach unten. Ist das Ding magnetisch? Haben wir magnetische Schuhe oder was? Ja, aber das ist ja irgendwie. Ja, wo sind Boost Packs? Ich sehe keine Boost Packs. Oder diese blauen Dinger. Hui! Das ist krass. Oh, das ist richtig schnell. Oh, jetzt bist du vor mir. Und du? Ja? Wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Ich kann doch hier einfach hier. Zack, runter. Bums. Das ist ja schon. Ey, die Sprünge sind hier fett. Das ist geil. Hui! Ja, die können wir doch nicht. Oh nein! Nein. Nee. Das ist gescriptet jetzt hier. Und wir sollen noch irgendwas machen. Oh mein Gott. Okay. Weil The Witcher allgemein super abgeschnitten hat, wäre fast Game of the Year oder ist sogar Game of the Year gewesen. Und ich glaube, dieses DLC, haben sie gesagt, bei Blood and Wine, oder wie das Ding heißt, das soll eines der ambitioniertesten DLCs aller Zeiten werden. Und, also ich, kann ich da jetzt hochgucken? Guck mal, da sind wir gerade runtergesprungen. Ja, das... Yeah. Jeder einer oder getrennt? Cortana? Das da sieht komisch aus. Okay. Oh, unser Objective ist find the Master Chief. Gildiespark. Ja. Exuberant. Unless you join with the other humans and stop her, it is your future. You've seen the other humans? Oh yes. Cortana has had them in the game. Ja, also ich bin da sehr confident drin in meiner Annahme. That would be appreciated. Weil es gibt nichts. Oh, by the way, there are a number of hostiles. Ja, aber Forza Horizon hat keine. Das hat keine so gute Metacritic bekommen. Also, was heißt gut schon, aber jetzt nicht irgend. Ja, ja, 87, aber. Glaub mal an, da wird es einige Sachen geben, sowas wie XCOM oder so, wenn das richtig gut läuft. Wieso zählt XCOM nicht? Nein, der. Ja, das hat aber dann. Das hat. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Das musst du ja schon. Ja, dann kann ich dich hier nur fragen, welches Game, Xbox One Game, dann die höchste Wertung bekommt. Weißt du? On my installation, I never knew any warrior servants. Only builders and life workers. This is most exciting. Ich
Ich spreche von Games im Allgemeinen. Ich spreche von Games im. Das kann auch auf dem Super Nintendo rausgekommen sein, weißt du? Das ist Wurst. Ja. StarCraft 2 Heroes of the Storm zum Beispiel. Aber das hat auch jetzt nicht, das hat nicht so gut abgeschnitten. Also was heißt so gut? Das war auch in hohen 80ern, aber kein 90er Titel, glaube ich. So. Aber XCOM wird, glaube ich, echt auch reinhauen. Also, davon gehe ich mal aus. Weiß nicht, du musst hier mal den Panzer fahren. Panzer fahren. Los geht's. Nee, aber ich gucke halt natürlich bei Spielen, sage ich mir nicht nur Konsole oder was weiß ich, Xbox oder PlayStation, sondern halt, ich gehe halt von allen aus, ne? Selbst wenn mein PC vielleicht XCOM nicht mehr so wirklich gut rüberbringen kann. Übrigens, am Samstag im Proberaum ist unser Rechner runtergefahren. So ein Aufnahmerechner. Und auf einmal, ich sind irgendwie gerade in der Aufnahme, und auf einmal sehe ich nur gerade so. Plopp. Ja, Rechner ausge. Nö, hat's. Nö, nicht hin. Hat sie einfach runtergefahren. Dachte so, ich versag einfach mal den Dienst. Und. Also, ich glaube, da brauchen wir echt mal einen neuen, ne? Noch einer? Ist das der gleiche oder ist das jetzt ein neuer schon wieder? Okay. Meinst du, ich sollte mir auch so ein Fahrzeug suchen gleich? Ja. Den Warden meinst du? Ja, das hattest du jetzt zum ersten Mal rausgefunden, ne? Hast du den einfach nur mit einem aufgeladenen Plasma. Schmeck! Mit einem aufgeladenen Schuss erledigen kannst, ne? Einfach in die Fresse rein und dann. Richtig. Ich kann auch nicht ständig hier raufheizen, weil das Ding ist hier wieder am Überhitzen. Vorsicht. Das war ein Treffer, aber bei ihm auch. Der Wraith ist weg. Ja, aber wenn ich jetzt hier. Also ich. Der Ding schießt hier auf mich. Ja. Du bist witzig. Ja, das meine ich ja. Du kannst doch nicht einfach hier aus dem Panzer aussteigen, dann ist er doch manövrierunfähig. Bin ich hier doch noch ein Sitting Duck. Guck mal, und jetzt sind wir auch kaputt. Ja, hat er viel gebracht. Ja. Ja. Das geht aber auch nur auf Leg. Nur auf legendär. Ja, ich glaube, der Knight ist nicht das Problem. Das Problem ist, glaube ich, hier das. Meinst du? Ach so. Ich dachte, das wären die Turrets da hinten gewesen. Kümmer du dich mal um die Knights. Oder um den Knight. So, ich hol's auf den Knight einfach mal rauf. Weil der ist noch nicht hin. Der liegt noch. Ich glaube, jetzt ist er weg. Okay, da
Der steht noch auf. Jetzt, ne? So, jetzt die Turrets müssen wir hier. Ah. Genesis is really a magnificent planet. It's usually less busy. Quite lonely, actually. Naja, da hinten ist noch eine Turret, ne? Die ist ein bisschen weiter weg noch. Jetzt schießt sie. Die hat so einen Strahl. So einen Strahlschuss. Nee. Ja? Sicher? Jetzt hast du sie. So, fahr mal links rum, lieber. Oder? Das ist mal ein bisschen System. Ich will nicht wieder so oft sterben wie wir am Samstag. In diesem scheiß Level. Da waren aber auch viele, viele Gegner, ey. Wie lange können wir denn den Panzer behalten hier jetzt? Also, oder wie lange? Solange wir heil bleibt, oder? Nö. Oder doch? Also müssen wir sowieso später wechseln. Den Panzer. Müssen wir den sowieso später wechseln. Also wir müssen dann aussteigen. Komme, was wolle. Guck mal, Vale hat, glaube ich, mit dem Gefährter die Gegner da das Fußvolk weggeholzt. Hat mal drüber gefahren. Das sah auch witzig aus. So, wo sind... Achso, du bist schon wieder drin. Okay. Ne, jetzt steigst du wieder aus. Ne, hä? Wer war denn das? Ich bin jetzt gerade ausgestiegen. Ne, dann war das ein Beifahrer. Dazu. Da hinten ist Vale schon wieder kaputt. Naja, nicht. Das Ding ist halt nur meine Turret, die überlastet mit der Zeit. Kann ich nicht mehr schießen. Könnten unsere AI-Kollegen jetzt nicht irgendwie zu einer Wasserquelle gehen mit Eimern und es einfach mal hier rüberschütten, damit unser Panzer nicht mehr brennt? Von Mad Max, genau, der Jump Bucket. Den brauchen wir jetzt. Genau. It's not available. Achso, und ich habe auch gesagt, ne, falls einer von den Leuten dann zuguckt, das ist natürlich englisches Fußvolk, wollte ich gerade sagen, dann haben wir auch keine Probleme damit, halt einfach mal auf Englisch zu streamen. Oder ich zumindest. Na, wenn die halt da von der Seite zugucken. Die tausende Viewerschaft da. Oh, Wraith. Holz! Nein, noch. Der ist weg. Ja. So, den nächsten Wraith mach mal du, ich mach Fußball. Ach nee, ach, da ist ein Turret auf. Scheiße. Ja, hier, Buck, fahr doch mal vernünftig. Du fährst hier rückwärts wieder den Berg runter, das ist doch Schwachsinn. Also die AI, muss ich sagen, die ist nicht so geil. Oh, übrigens, AI... Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber oder interessiert dich, glaube ich, auch nicht so sehr. Final Fantasy 15. Gab es jetzt ein neues Gameplay-Video und das haben sie halt jetzt echt so. Da sind teilweise wohl auch Abschnitte in dem Game. Oh, der holst die hier einfach rum. Abschnitte. Ja, steig mal aus und guck. Na, hier ist jetzt gerade nichts mehr. Auf jeden Fall gibt es da so ein Gameplay-Video, wo die halt auch so eine Art Basis halt einnehmen. Und das ist auf einmal dann halt auch so ein totales Stealth-Game, ne? Da haben sie wirklich auch so Stealth-Mechaniken jetzt eingebaut, so Splinter Cell oder Metal Gear Solid-mäßig, wo du halt dann auch dann irgendwie im Schatten bleiben musst und hinten und immer, ne, also nicht gesehen werden. Und kannst dann auch von hinten da so richtig geile Assassination-Moves machen. Das war... kam ziemlich überraschend, fand ich, weil das bisher halt noch nie. Und das war halt auch war wirklich intens gemacht. Also es war richtig so, dass du denkst, so, oh, scheiße. Ne? Also ziemlich spannend aufgemacht halt das Ganze. Jetzt nicht einfach so 0815, sondern richtig so schön so, ja, so Stealth-Action halt, ne?